schwelgend die Musik. Ein Paar in einer geheimnisvollen, kalten Winterlandschaft. Nein, der Abend beginnt nicht mit den ikonischen Bildern der DDR. Er beginnt mit einem zutiefst deutschen Gefühl, der Sehnsucht. Wir haben zwar das Thema ganz grob, bald ist es ja 30 Jahre seit dem Mauerfall, so das mal zu thematisieren, und haben dann aber gleich gemerkt, wenn wir zum Beispiel mit dieser sehr deutschen Symphonie, dieser vierten Symphonie von Brahms arbeiten, dass wir das Spektrum erweitern müssen und die deutsche Romantik plötzlich eine größere Rolle spielte, als wir anfangs angenommen haben. Unabdingbarer Bestandteil dieser Inszenierung, die Fotografien von Ulrich Kneise. Seine Bilder sind der Teppich, auf dem die Tänzer das Lebensgefühl, die Stimmung jener Zeit transportieren. Und mir ging es eigentlich darum, emotionale oder Stimmungsabrisse zu liefern, die den Betrachter, der es erlebt hat, oder dem, der es nicht erlebt hat, eine Projektionsfläche bieten, die einfach Emotionen anreißen und Stimmungen, die tief in uns im Unterbewusstsein verankert sind. Und danach habe ich die Fotos ausgewählt. Es ist ein Abend zwischen Sehnsucht und Ernüchterung, denn auch die Nachwendezeit wird erzählt, mit all ihren gesellschaftlichen Verwerfungen. Stark und eindrucksvoll, das Stück Verschwundenes Bild, ab Samstag im Landestheater Eisenach.